Auf der Baustelle am Berliner Stadtschloss ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Dabei wurde ein Bauarbeiter verletzt. Ein Sprecher der Feuerwehr teilte mit, dass zwei Bitumenkocher gebrannt hätten. Bitumen wird dazu benutzt, um Asphalt herzustellen. Eine Person ist leider leicht verletzt worden. Sie ist jetzt mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gekommen. Der Brand selbst wurde von uns sehr schnell gelöscht. Wir waren hier insgesamt mit 80 Einsatzkräften vor Ort, fahren jetzt den Einsatz langsam wieder runter. Die Einsatzstelle ist auch alles unter Kontrolle. Wir werden jetzt noch Belüftungsmaßnahmen und Kontrollmaßnahmen hier vor Ort durchführen und dann die Einsatzstelle zur Ermittlung der Brandursache an die Polizei übergeben. In dem Gebäude auf der Museumsinsel entsteht derzeit unter anderem das Humboldt-Forum. Der erste Teil des Museums soll im September eröffnet werden.